Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen von meinem äußerst steifen Nacken. Falls ich ein bisschen verkrampft hier sitze und verkrampft in die kleine Linse da vorne gucke, es tut mir sehr leid, aber mein Nacken ist so steif wie schon lange nicht mehr. Aber ich liebe euch, es kommt ein Video. Egal wie. Egal wie. Ich habe ein bisschen Schmerzmittel genommen. Es ist 7:16 Uhr. Ich habe das Gefühl, ich bin 3 Wochen im Berghain gewesen. Hallo, wie geht es euch? Ich habe heute ein ganz besonderes Video, denn ich habe die komplette Be Perfect x Stacey Marie Karneval 3 Love Tahiti Kollektion hier für euch. Und wir werden das alles testen heute. Ich habe die Sachen kostenlos von Purish zur Verfügung gestellt. Ich habe auch einen Code für euch bekommen. Ich verdiene nichts an diesem Video. Ich kriege kein Geld, wenn ihr über den Code kauft. Sie haben mir einfach nur die Produkte zur Verfügung gestellt. Dafür herzlichen Dank. Ich setze euch alle Produkte einmal unten in die Infobox. Es sind wirklich viele Produkte und vor allen Dingen extrem spannende Produkte hier. Wir haben Highlighter in einer Textur, in einer Formulierung, die ich so noch nicht gesehen habe. Nee, doch, noch nicht gesehen habe. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Glosse in krassen Farben. Und wir haben das Herzstück der Kollektion und das. Und das ist die Karneval 3 Love Tahiti Palette. Falls ihr Stacey Marie nicht kennt, sie ist eine britische Make-up-Artistin und sie hat schon 2 Paletten rausgebracht. Das ist einmal die Carnival Pro XL Palette und die sieht einmal so aus. Da waren auch noch Highlighter mit drin. Eine sehr schön bunte Palette. Die erste war auch bunt, die war aber kleiner. Und die neue Palette ist jetzt auch da und sie hat auch ganz, ganz viele bunte Farben. Ich zeige euch gleich mal einen Vergleich, denn als erstes habe ich gedacht so, wir haben ja schon eine bunte Palette. Die Farben sind tatsächlich aber ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera so rüberkommt, aber die Farben sind tatsächlich wirklich anders. Also ich vergleiche jetzt zum Beispiel die beiden grünen Töne. Das sind wirklich unterschiedliche Töne. Klar gibt es so ein paar Überschneidungen, die ähnlich sind, aber die gleichen Farben haben sie da definitiv nicht mit reingetan. Also sind wirklich neue Farben mit drin. Und ich muss sagen, First Impression, ich mag die Aufmachung der Palette ein bisschen lieber. Sie ist ein bisschen kompakter als die andere und die Farben sind wesentlich besser und einfacher sortiert. Also das so als kleine First Impression schon mal vorab. Wir schminken selbstverständlich wieder 2 verschiedene Looks. Und wenn ihr Lust habt, würde ich mich freuen, wenn ihr dranbleibt, denn es ist ein spannendes Video. Denn es sind wirklich spannende Produkte und ich habe richtig, richtig Lust drauf. Ich würde gerne, wie sonst auch immer, etwas mehr in der Kamera rumhampeln. Bitte gebt mir ein Mitleids-Like auf dieses Video, falls es euch gefällt oder falls ich euch leid tue. I'm dying inside. Oh, huh. What's poppin'? Ich glaube, ich zeige euch als erstes mal die Highlighter, denn die sind wirklich, wirklich spannend. Das sind die Get Wet Highlighter und ich zeige euch hier einmal alle Farben einmal im Durchlauf. Das ist ganz spannend, denn das sind nicht so klassische Highlighter, sondern die sind extrem nass. Also wenn ihr sie anfasst, ist es sehr, sehr nass und die sind so ultra feucht und weich. Und hier könnt ihr sehen, ich habe hier sogar schon eine Delle drin, weil er so weich ist. Ich swatche euch einmal kurz alle. Die sind sehr, sehr glitzernd, die Farben. Das ist also kein softer Highlighter, sondern das ist wirklich so, geht so ein bisschen in die Diamond Bomb Richtung von Fenty. Und ihr könnt sehen, die Farben sind extrem spannend. Ich habe jetzt hier einfach mal 3 geswatcht. Die sind so ein bisschen irisierend und die sehen auf der Haut aus wie nass. Als ich die Produkte gestern bei Purish selber abgeholt habe, habe ich die Farbe Holo Glaze benutzt und meine komplette Backe war lila. Aber schön lila. So sehr, sehr glitzerig. Wet. Es sah wirklich wet aus. Und wir probieren auch gleich mal die Farbe Soft Silk aus. Das ist diese hier. Die sieht so ein bisschen bronzefarbener aus und ist so der tragbare Highlighter von den Farben zumindest. Und ich nehme dazu passend meinen Highlighter-Pinsel, gehe hier so ein bisschen rein. Also ihr braucht wirklich nicht viel. Der Pinsel ist komplett voll. Und jetzt setze ich mir das mal hier hin und ihr seht sofort einen Effekt auf meiner Haut. Und zwar ist es wet. Also das ist kein softer Metallic Touch, sondern das ist wirklich wie ein Schluck Wasser mit Glitzer versetzt auf der Haut. Denn es kommt, glaube ich, in der Kamera nicht so rüber. Die Farben haben so eine sehr, sehr, also sie haben eine durchsichtige Base
Und da drin ist dieses Glitzer mit drin und ihr könnt ihn richtig, richtig schön hier auftragen. Wir probieren jetzt nochmal die andere Farbe. Ich gehe jetzt nochmal hier in die Farbe Holo Glaze mit rein und mische mir das Ganze so ein bisschen und ihr seht sofort so einen leichten lilanen Touch. Also das ist wirklich extrem glow. Bei den Fenty-Dingern ist es so, die glitzern dann. Also ihr tragt es auf und 20 Minuten später habt ihr das Glitzer überall. Das habt ihr bei denen hier auf jeden Fall nicht. Ich baue mir das Ganze hier nochmal ein bisschen auf. Es sieht jetzt sehr verrückt aus, aber es ist fantastisch. Also ich habe so eine Textur. Es ist ein bisschen anders, wie gesagt, anders als diese Fenty-Dinger. Ein bisschen weicher, ein bisschen cremiger und sie sehen halt einfach viel, viel krasser aus. Also das ist kein Highlighter, wo ich sagen würde, ach Mensch, der ist süß, sondern das ist, hi, hier bin ich. Mein Name ist Maxim Giacomo und ich möchte, dass du weißt, wie mein Name ist. So ein Highlighter ist das. Wirklich fantastisch. Ich liebe die Farben. Also auch vor allen Dingen hier die Farbe Skin Sheen. Es ist nass. Der Highlighter ist einfach nass. Das ist unglaublich. Und ist so ein bisschen lila-bläulich irisierend. Und ihr seht sofort, wie feucht der ist. Fantastisch. Also ich liebe diese Formulierung davon. Es staubt nicht im Gesicht. Es ist einfach ein Glow. Okay, ich glaube, wir fangen jetzt einfach mit der Lidschattenpalette an, denn zwei Looks ist immer so ein bisschen aufwendiger und hier sind einmal die Farben. Ich kann euch jetzt hier nicht alle Farben swatchen. Das sind 31 Vibrant Mattes, 4 Dual Shift Pressed Pigments, 3 Metallics und 2 Hein Pigment Shimmers. Okay, it's a lot. Hier steht auch drauf natürlich, dass man mal die Pressed Pigments soll man ja immer nicht so am Auge benutzen. Dann habe ich halt einfach ein rosafarbenes Lid. Wenn mein Lidschatten poppt, dann kann auch meine Haut darunter poppen, so. I don't care. Okay, ich glaube, wir schminken einen grünen Look und einen roten Look. Ja, ich glaube ja. Und ich hole euch ein Stückchen näher ran. Okay, Freunde, ich drehe mich jetzt nochmal hier so ein bisschen. Das ist der Highlighter. Wet, wet, wet. Ich war vor 1,5 Jahren auf einer Masterclass mit Pirsch und habe Stacey Marie da auch kennengelernt und sie hat uns ihre Tricks anhand der XL-Palette gezeigt und das war so krass, weil ich so viel gelernt habe. Und seitdem, ich habe dazu glaube ich auch mal ein Video gemacht, müsst ihr einfach mal eingeben: Maxim Giacomo, Stacey Marie, dann werdet ihr das finden. Da habe ich ganz viele Techniken gelernt und die waren wirklich, wirklich krass. Sie ist von der wirklich dunkelsten Farbe dann zur helleren Farbe gegangen und so könnt ihr gewährleisten, mehr oder weniger, dass euer Lidschatten halt auch wirklich, wirklich poppt. Sie hat auch eine Lidschattenbase benutzt, die ich auch benutzen möchte. Die gibt es, glaube ich, auch bei Pürsch. Das ist die Be Perfect Lidschattenbase. Ich liebe diese Base tatsächlich. Also ihr seht ja, wie abgerockt die schon ist. Mit dem Code MAXIM10 gibt es auch 10% auf das komplette Pürsch-Sortiment. Also nicht nur auf die Produkte, die ich jetzt hier habe, sondern generell. Und ich trage mir einfach mal so ein bisschen was hier auf. Das Schöne bei diesem Primer ist, der hat halt einfach schon ein bisschen Deckkraft und den könnt ihr auch gut einfach vor Make-up benutzen, weil dass ihr nicht das Problem habt, dass dann dir so die Äderchen durchschauen. Also das ist wie ein Concealer, nur als Lidschattenprimer sehr, sehr gut. Verblend mir den einfach mal so ein bisschen. Es reicht wirklich von dem, wenn man nur eine ganz kleine Menge nimmt. Ich habe natürlich jetzt auch schon eine gesettete Base, aber die Lidschatten generell. Lidschattenfreunde, ich habe es auch in dem Niki Tutorials Video gelernt. Einfach auf einer feuchten Base. Ihr kriegt dann wirklich die Farben raus, die vorgesehen sind. Okay, mein Lid ist geprimed und wir gehen als erstes mit einem ja so angeschrägten Pinsel in die Farbe Forest. Seid mir nicht böse, ich lasse die Palette einfach liegen, weil sonst wird das hier nichts. Und der ist so ein bisschen geschrägter und den setze ich mir direkt hier hin und baue mir das Pigment hier so ein bisschen auf und platziere das einfach erstmal hier und drehe dann den Pinsel und gehe dann hier lang. Dass ich wirklich wie so ein V schon habe und so ein bisschen die Form vorgebe. Ich bin einmal reingegangen und ich habe sofort grünes Pigment drauf. Ich baue mir das Ganze jetzt hier nochmal so ein bisschen auf. Das Schöne bei der Technik von Stacey Marie war, dass sie halt erst die dunkle Farbe hingesetzt und dann mit der helleren Farbe einfach das ausgeblendet hat und dann immer wieder hin und her wischen kann. Ihre Looks, ich blende euch hier einmal einen ein, ist einfach krass, ihre Technik. Okay, die Farbe ist einmal drauf. Sehr, sehr krasses Grün. Wunder, wunderschön. Ich gehe dann vorne in die Farbe Tropics. Das ist ein etwas helleres Grün. Und das setze ich mich hier hin und presse das Pigment auch erstmal richtig ein. Oder diese Technik könnt ihr wirklich gut bei Looks machen, die wirklich farbintensiv sein sollen. Ich hätte jetzt natürlich auch noch eine weiße Base benutzen können von, wie heißt die gute? Hier von P. Louise. Die sind auch wirklich gut. Die gibt es auch in Weiß. Die Lidschatten haften dann da drauf und dann könnt ihr das Ganze ausblenden. Also beide Farben jetzt. Ich bin vielleicht zweimal reingegangen.
Ich habe volle Deckkraft und dann nehme ich mir einen sauberen Pinsel. Also ihre Technik war schon sehr intensiv an Pinselverschwendung, ne? Und gehe in die Farbe Key Lime. Das ist ein Neongrün. Klopfe ab und setze mir das hier vorne hin und verbinde die Farbe Tropics mit Key Lime und blende das aus. Und da muss man halt jetzt so ein bisschen mehr arbeiten, weil ihr ja auf eine feuchte Base gesetzt habt, aber es funktioniert. Und dann mische ich die Farben so ein bisschen zusammen und habe hier einfach schon mal so ein schönes helles Grün. Wenn es jetzt fleckig ist, ist es gar kein Problem. Wir bauen das gleich nämlich wieder auf. Und jetzt nehme ich denselben Pinsel und gehe in die Farbe Tropics und blende die Farbe hier außen aus. Crazy. Nehme denselben Pinsel, gehe in die Farbe Key Lime und mische die so ein bisschen mit Tropics. Und dann blende ich es weiter nach außen aus. Also das ist wirklich diese Technik, dieses von dunkel nach hell und immer weiter wieder die Farbe aufnehmen, die ihr vorher benutzt habt, dann wieder zurückgehen. Und das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber ihr seht sofort, ihr habt krasse, krasse Farben auf dem Auge. Und im Prinzip ist es fast unnötig, diese Paletten von ihr zu reviewen, weil Be Perfect, ich kannte die Marke vorher ehrlich gesagt nicht. Muss aber sagen, dass die Lidschatten, die sie rausbringen, doch schon wirklich Oberklasse sind. Also sie sind nicht ganz so günstig. Ihr habt aber auch 1, 2, 3, 4, 5 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 15, 20, 15, 40 Lidschatten drin. So, it's a lot, ne? Also dafür geht das dann schon wieder. Farben lassen sich sehr gut aufbauen, sehr gut verblenden. Und jetzt gehe ich einfach wieder so ein bisschen mit den anderen Grüntönen hier lang und verbinde das. Zum Schluss gehe ich wieder in die dunkle Farbe, in das dunkle Grün und setze mir das dann hier in die Crease wieder, um das Ganze dann zu verdunkeln. Und dann kommt der Trick, den ich euch schon ganz, ganz lange immer erklärt habe, dieses Toning Down. Das habe ich von Stacy Marie oder das haben wir damals von Stacy Marie gelernt. Sie geht in Schwarz und zwar nur ganz leicht mit dem Pinsel, den sie vorher aufgenommen hat und macht dann wie bei Facetune einfach so leichte stempelnde Bewegung und dunkelt die Farbe immer mehr ab, dass ihr wirklich von grün zu schwarz geht, ganz nach und nach und dadurch habt ihr einfach diesen krassen Effekt. Wow. Okay, ich liebe diese grünen Farben. Ich finde grüne Lidschatten eh fantastisch. Wir machen jetzt aber mal weiter mit dem neutraleren Look und da gehe ich als erstes in die Farbe Chili Pepper. Das ist ein schönes dunkles Rot. Pinsel sieht gut voll aus. Ich klopfe ein bisschen ab und platziere mir das genau wie eben hier hin und schieß hier, die ist nicht ganz so dunkel wie gedacht, und gehe dann in die Farbe Sundown mit demselben Pinsel und gebe mir das hier hin. Das Schöne bei diesen wirklich bunten und großen Paletten ist, ihr habt einfach eine Vielzahl an Farben, mit der ihr diese Blendings sehr, sehr gut hinkriegt. Und ich werde ganz oft gefragt, hey, ich bin Anfänger, was kannst du empfehlen? Wenn ihr bunte Looks schminken wollt, dann kauft euch tatsächlich Paletten, die wirklich eine Vielzahl an bunten Farben haben, sodass es die Übergänge, die ihr schminkt, viel, viel leichter werden. Und das funktioniert mit so großen Paletten sehr, sehr gut. Also ihr habt gesehen, zack, zwei Farben. Go. Ich nehme jetzt einen kleinen Blendepinsel und blende das Ganze mit der Farbe Mango aus. Das ist ein richtig schönes Orange und das setze ich mir hier vorne hin. Normalerweise würde ich, ihr kennt mich, meine Aesthetics, würde ich eigentlich nur diesen Look machen, aber because wir haben so viele Farben, möchte ich euch einfach so viel es geht zeigen. Und zum Ausblenden außen gehe ich in die Farbe Coral. Die hat ein bisschen mehr Kickback und die setze ich mir hier hin. Ich habe allerdings kein Fallout unter den Augen, das ist gut. Also dieser Look ist ja wirklich hier gerade exorbitant intens. Okay, ich nehme denselben Pinsel, gehe wieder in die Farbe Chili Pepper und baue mir die Farbe hier in der Crease wieder auf und verdunkel das Ganze. Ich hätte mir noch ein dunkleres Rot gewünscht, ein noch wesentlich dunkleres Rot, weil das ist jetzt hier halt so eher so intens rot. Aber wir verdunkeln das Ganze mit dem Braun erst, Cocoa und ganz leicht mit Schwarz und das setze ich mir dann hier außen hin. Und das ist das Schöne, auch das ist ein Trick, den ich eigentlich oft sage, mischt euch eure Lidschatten. Das ist das Schöne bei Puder-Lidschatten. Ihr könnt sie einfach mischen. Und so, guck mal, jetzt habe ich genau die Farbe, die ich haben wollte. Ein sehr, sehr dunkles Rot, mit dem ich hier schön die Crease nochmal intensivieren kann. Und das baue ich wirklich auch weiter auf, bis ich den Effekt habe, den ich haben will. Da. Seht ihr? Schwarz, aber es sieht trotzdem passend aus. Okay, she's intense. Ich ziehe keine Cut Crease, denn wir wollen gucken, wie die Farben auf meinem Lid halten ohne Concealer. Und dazu benutze ich einen flachen synthetischen Pinsel und gehe auf der grünen Seite als erstes in die Farbe Tahiti Green. Ich lasse den Pinsel jetzt erstmal trocken.
Der sieht wirklich gut voll aus. Klopfe ein bisschen ab und setze mir das dann hier hin. Okay, der ist nicht so intensiv grün. Okay, doch in der Kamera. Ich mische mir noch so ein bisschen Vanilla mit rein. Das ist so ein heller Ton hier unten. Und den setze ich mir hier direkt hier vorne hin. Ich mag es ja wirklich, wenn es schon fast weiß ist. Aber so ein richtiges Schimmerweiß haben wir in der Palette gar nicht. Das ist krass. Außen gehe ich. Ah, ich habe kein dunkles Grün. Schade. Okay, das ist wirklich schade. Ich habe kein weiteres dunkles Grün in Schimmer. Deswegen nehme ich nochmal den Pinsel von eben. Gehe nochmal in die Farbe Forest hier rein. Das ist hier oben. Klopfe ab und dann blende ich mir das hier so ein bisschen einfach mit rein. Okay, auf der anderen Seite nehme ich die andere Seite von dem Pinsel und gehe. Ach, krass, also es sind wirklich viele, viele matte Farben hier drin. Ich gehe als erstes in die Farbe Pearl. Das ist hier dieser Ton. Palette ist zu groß. Und das setze ich mir. Okay, she's bright. Und dann gehe ich in die Farbe Rum und pack das hier so ein bisschen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass diese Palette so ein bisschen erwachsener ist. Auch wenn sie bunt ist, sind das jetzt sehr, sehr tragbare Farben. Also dieser Look hier, den könnte ich auch mit einer Palette machen, die für klassischere Looks gemacht ist. Also dieses Grün ist ja jetzt hier wirklich. It's a lot. Mir fehlt tatsächlich so ein helles Schimmergelb oder so. Ist okay. Im Prinzip könnten wir auch eigentlich hier so einen Highlighter nehmen, ne? Komm, wir sind mal mutig. Was kostet die Welt? Und misch das hier noch so ein bisschen rein und dann. Oh. Yes. Okay, ich glaube, auf dieser Entfernung seht ihr auch einfach, wie krass diese Farben sind. Also, ich liebe diese grüne Seite fast schon mehr als das. Das ist recht Standard, aber ich weiß, dass viele von euch vielleicht nicht mit Grün unbedingt rumlaufen. Deswegen habe ich euch diese Rottöne einmal gezeigt und das sieht wirklich, wirklich schön aus. Es gibt Lashes, die habe ich vergessen. Ich bin wieder da. Ich habe die Lashes einmal geholt, die habe ich unten vergessen. Das sind die Universal Lashes, glaube ich. Nee, Love Tahiti. Doch, Universal. Lux Silk Lashes. Das ist richtig krass. Hier war ein Bändchen dran, das habe ich eben aus Versehen abgerissen. Oh, Freunde, ey, ich sterbe gerade. Puh, das sind einmal die Lashes, sehen wirklich, wirklich spannend aus. Ich mache die einmal rauf und dann könnt ihr mir gerne in der Zeit, während ich hier die Lashes probiere aufzukleben, in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht schon eine Carnival-Palette von Stacey Marie und Be Perfect habt oder ob ihr euch vielleicht eine kaufen wollt. Okay, ich habe die Lashes einmal aufgeklebt. Sie sind extrem viel. Also das ist schon intens. Ich weiß nicht, ob ihr es richtig erkennen könnt mit dem Lidschatten, aber das ist crazy. Ich zeige euch einfach mal stellvertretend zwei von diesen Glossen in wirklich spannenden Farben. Wir haben so einen schönen Nude-Ton, wir haben ein Hot Pink, wir haben ein Blau, wir haben so einen Fuchsia-Ton und ein Violett. Richtig krasse Farben. Das sind alles so Glosse. Ich glaube, das ist alles zu viel. Ich benutze jetzt mal die tragbare Farbe hier. Das ist die Farbe Starkers. Oh, mega Farbe. Okay, also das ist wirklich so eine klassische Concealer-Lips-Farbe, bei der man unbedingt einen Lip Liner braucht. Aber sieht wirklich krass aus. Ich glaube, wir probieren jetzt doch nochmal eine andere Farbe, oder? Weil das ist zu langweilig hier. Sie fühlen sich sehr gut an. Sie sind nicht so glossy, nicht so klebrig, sondern das ist schon so ein Liquid Lipstick, aber in, so wie hier, von NYX, diese Lip Lacquers. Okay, ich benutze jetzt mal hier dieses Hot Pink. Völlig verrückt aus jetzt. Ist doch tragbar. Okay, wow. Also passt halt gar nicht zu dem Look jetzt, ist aber trotzdem deckend. Ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen mit dem Hellen hier rein. Probiere es so ein bisschen tragbarer zu machen. Wow. Wow. Okay, Freunde. Was sagt ihr? Also, diese Highlighter sind so, so krass. Das. Also dieser ganze Vibe, ne? Schaut euch das nochmal an hier. Krass. Und hier auch nochmal mega intensiv. Die Lidschatten sind gut. Das war ehrlich gesagt keine Überraschung. Ich bin tatsächlich mega überrascht von diesen Highlightern, dass sie mir so gut gefallen. Dass sie so intensiv sind. Aber trotzdem, ja, doch, sie sind schon ein bisschen aufdringlich. Aber halt irgendwie auch nicht. Also ich finde es mega gut. Die Lippenprodukte ist eine schöne Ergänzung. Die Lashes sind extrem intensiv. Also das ist keine Alltagslash. Sondern die ist schon wirklich heavy. Coole Kollektion. Ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Checkt sie auf jeden Fall einmal bei Purish aus mit dem Code Maxim10. Könnt ihr so ein bisschen was drauf sparen. Living.
Freunde, das war's. Wir sehen uns am Montag wieder zu einem ganz besonderen Video. Stellt euch den Timer. Montag 19 Uhr. First come, first serve. Bis zum nächsten Mal.